Ich habe dieses Jahr eigentlich ganz gut trainiert, habe mich gut vorbereitet. Allerdings hatte ich eine kleine Verletzung zu überwinden. Ich habe mir den Mittelfußknochen gebrochen. Aber jetzt ist wieder alles geheilt und ich fühle mich soweit ganz fit. Und ja, morgen steht das Halbfinale am Programm und ich hoffe, dass ich da eine gute Leistung abrufen kann. Für mich ist das Training Plastik wichtig für die Wettkämpfe, aber eher eine Arbeitsstätte. Das Training am Felsen gefällt mir mehr, es macht viel mehr Spaß und es freut mich natürlich dann immer wieder, wenn ich am Felsen klettern kann. Ich habe schon einen Favoriten und zwar mein Teamkollege Jakob Schubert. Er bringt wahnsinnig gute Leistungen beim Training. Ich denke, dass er ein heißer Kandidat sein wird. Also meine Ambitionen am Felsen sind ziemlich groß, meine Ziele natürlich auch und ich hoffe, dass ich verletzungsfreie Jahre noch vor mir habe und dann werde ich natürlich alles geben, um am Felsen auch noch mehr Routen zu schaffen. Ich habe Projekte, allerdings noch keine konkreten, aber ich bin dran. In Arco ist die Stimmung eigentlich immer gut, also in den Jahren zuvor war die Stimmung immer grandios und es würde mich natürlich sehr freuen, wenn es morgen auch wieder so ist, aber ich denke, das passt.